Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem schreienden Golem. Ich meinte natürlich von Diablo 4. Wir sind jetzt im Moment noch genau da, wo wir beim letzten Mal auch waren. Und ich hasse es, dass immer meine Markierung weg ist, sobald ich wieder reinkomme. Aber irgendwie stehen wir jetzt hier ganz seltsam. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wo wir hier eigentlich sind, weil wir waren, soweit ich weiß, beim letzten Mal. Ich glaube hier, oder? Auf dem Innenhof? Ich bin mir nicht sicher. Ich werde dem geschenkten Gaul nicht ins Maul schauen. Moment, rechts war reiten. Entsprechend nehme ich das jetzt einfach mal so hin und mache gar nichts. So. Ich möchte nämlich gerne mit der Story weitermachen. Dazu müssen wir natürlich jetzt erstmal dieses Gebiet hier finden. Warum? Hallo? Warum darf ich nicht laufen? Welche Belohnungen? Ich habe keine Ahnung. Ich mache gerade gar nichts. Ich reite doch einfach nur. Ach so! Das bewirkt der Altar. Ah, okay. Ich habe mein Ziel erreicht. Das ist schön. Nee, das wollte ich jetzt nicht einfordern, aber das können wir auch einfordern. Das ist schön, aber es ist nicht das Ziel, was wir eigentlich haben wollen. Entsprechend... Oh, einen Fertigkeitspunkt. Sehr schön. Nee, ich muss noch ein bisschen weiter höher. Ratmans Prophezeiung sprach von einer Schlange, nicht? Wenn Elias das auch wusste, hat er vielleicht nach ihr gesucht. Hat er euch je gesagt, was er vorhat? Nein. Zu diesem Zeitpunkt war er nicht mehr mein Schüler. Was ist passiert? Ja, das möchte er natürlich jetzt nicht sagen. Ist aber nicht schlimm. Dann gehen wir mal kurz in die Fähigkeiten rein. Das haben wir ja noch allein. Nee, alleinstehen bringt uns ja nichts. Nachdem ihr mindestens 4 Sekunden gesund erhaltet ihr und eure Diener 4% Angriffsgeschwindigkeit. Ach so, genau, bei den Priestern waren wir noch dran. Genau, dann machen wir da noch einen Punkt rein. Und es reicht immer noch nicht, um bis nach hier unten zu kommen. Na toll, also müssten wir theoretisch noch einen Punkt, das ist wahrscheinlich ein Angriff, ja, noch einen Punkt vergeben. Eure Diener können durch eine einzige Schadensinstanz... Ach ja! Ja! Da wollte ich doch auch noch einen Punkt reinmachen. Mal schauen. Übrigens, ich wollte eigentlich den neuen Controller mal dran machen, mal ausprobieren, ob das dann wirklich aufhört mit diesen Hin- und Herzuppeln, wovon ich ausgehe. Und habe dann leider festgestellt, dass der einen komplett anderen Anschluss braucht. Das heißt, ja, dass ich im Moment noch mit dem alten spiele. Ja, es ist Zeit, dass ihr uns erzählt, was zwischen Elias und euch vorgefallen ist. Ratmas Prophezeiung hat Elias vergiftet. Er wurde davon besessen. Prophezeiungen sind Rätsel. Nicht einmal die Weisen wissen mit Sicherheit, was sie bedeuten. Aber Elias glaubte, er könnte es lösen. Und als ich ihm riet, er solle warten, nannte er mich einen Narren. Und sagte, wir müssen tun, was auch immer... Ihr habt versucht, ihn aufzuhalten? Ja, ich habe es versucht. Und versagt. Diesmal wird es anders ablaufen. Finden wir diesen verdammten Sarg. Machen wir. Wenn ihr mir sagt, wohin wir müssen. Ah, sehr schön. Irgendwo in dieses Gebiet. Setzt auf, meine Freunde. Ich möchte nämlich nicht angegriffen werden, so wie jetzt. ja, wenn ihr mir nicht im Weg stehen würdet, käme ich hier vielleicht raus. Leute, ich hasse es. Ich kann mich jetzt nicht bewegen. Ich kann noch nicht mal das Pferd drehen, weil diese Idioten direkt neben mir stehen. Das heißt, ich muss... Bereit.
Ja, genau. Und dann kann ich nämlich nicht weiter. Das heißt, ich muss vom Pferd absteigen, nur weil die zu blöd sind, mir mal aus dem Weg rauszugehen. Es ist irgendwie... Ich weiß es nicht. So, die Frage ist jetzt nur... Durchsucht die Wracks mit euren Verbündeten. Ja, eigentlich sind das doch die hier rechts, oder nicht? Da müssen wir doch hier irgendwo... Moment, hier ist eine Truhe. Hier unten dürfte eigentlich nichts mehr sein. Ich habe keine Essenz mehr. Ja, du hast nie Essenz, ich weiß. So, aber ich muss doch eigentlich hier hoch. Und hier hoch kann ich doch nur hier rüber. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum kann ich denn hier nicht durch? Ich komme ja auch sonst nicht... Behälter? Ich komme ja auch sonst nicht anders hoch, ne? Moment. Achso, das war ein loser Stein. Okay. Ja. Das ist eine gute Frage, die ich leider nicht beantworten kann. Seht ihr den Sarg von hier? Nein. Ah doch, da oben ist was. Na, kein Geld dabei gehabt? Ein bisschen umsonst gestorben. Könnt ihr etwas ausmachen? Da ist etwas am anderen Ende dieser Schiffe. Ich sehe es auch. Wir müssen die Wracks durchqueren, um dorthin zu gelangen. Würde ich ja gerne. Aber das verbietet ihr mir ja. Naja, vielleicht können wir es jetzt endlich mal machen, nachdem die herausgefunden haben, dass es dann doch notwendig ist. Mal schauen. Gehen wir nochmal dahin. Nee, unten war das, ne? Ach, was ist heute schon wieder mit meiner Stimme los? Ist das euer Ernst hier? Ich gehe schon mal ein bisschen weiter. Tschüss. Brauchst mir nicht hinterher zu laufen. Aber hier glaube ich. Ich glaube, ich kann die Tür von der anderen Seite aus öffnen. In Ordnung. Geht. Genau, geht. Wir kümmern uns hier um die Idioten. Achso, ich kann ja... Gut, ja. Mach die Tür kaputt. Wir müssen Nerell helfen. Verdammt. Was habe ich mir nur gedacht? Nerell. Ach da. Es brennt. Das ist nicht gut. Elende Ertrunkene. Mein Arm! Ihr wurdet infiziert. Es breitet sich aus. Wir haben keine Zeit. Ich muss die Nekrose der Ertrunkenen entfernen. Ich verstehe nicht. Lorat, seid ihr sicher? Ich bin sicher, dass sie stirbt. Haltet sie fest. Uns bleibt keine Wahl. Jetzt haltet sie fest. Ihr werdet zur Horadrim. Ich werde euch nicht im Stich lassen.
Geht weiter zum Sarg. Ich kümmere mich um sie. Also mal abgesehen von dieser krass traurigen Szene natürlich, weil sie jetzt gerade einen Arm verloren hat, frage ich mich gerade ernsthaft, ob das funktioniert, so wie der das gemacht hat. Ich meine, ja klar, er hat das Ganze ausgebrannt. Das ist schon richtig. Na dran, hier kommt immer näher. Aber geht das mit einem Schlag, dass das so ausgebrannt ist? Ich weiß es nicht. Der Rand unseres Sichtfelds. Die Grenze unseres Wissens. Ihr seht den Weg, oder? Im Inneren befindet sich das Ding, das Elias versteckt. Die Quelle seiner Unsterblichkeit. Ich wollte ihn jetzt nicht unterbrechen. Also, was ich jetzt meine, ich weiß nicht, ob ihr das eventuell wisst, vielleicht arbeitet der ein oder andere ja in dem Bereich. Ist es möglich, Metall so sehr zu erhitzen, dass man mit einem Schlag ein Körperteil durchtrennen kann? Also, es sah aus, als ob es ein Schlag war. Und gleichzeitig wirklich die Wunde so ausgebrannt hat, dass die nicht mehr blutet? Es war ja ein riesen Blutfleck. Also, eigentlich gehe ich davon aus, dass sie richtig geblutet haben muss in dem Moment. Deswegen war ein bisschen unlogisch, weil man auch nicht gezeigt hat, wie er das dann eben ausgebrannt hat. Aber ja, das sind so Kleinigkeiten, die nur mir auffallen. Fürchtet diese Wiege nicht. Kältere Betten erwarten euch noch, Reisende. Achso, ich bin auch noch dabei. Ich wollte gerade sagen, bin ich auch noch da drin? Deckt Elias Geheimnis im Tempel auf. Will ich mit dem... ich muss mit dem interagieren. Nee, jetzt bin ich wieder hier. Hä? Moment. Das sieht ein bisschen irritierend aus. Also dann ist das hier doch... Oha. Ratma. Ich bin zu eurem Tempel gekommen. Ich weiß, dass ich dort die Antworten finde, die ich suche. Elias Präsenz befleckt diesen Ort noch immer. Ich bin jetzt ausnahmsweise mal ganz leise, weil ich denke, vielleicht kommt hier noch irgendwas. Also, dass die weiter reden, aber anscheinend nicht. Das können wir uns auch nicht ansehen, okay. Ich liebe es. Links oder rechts? Rechts sind offenbar Feinde. Wir haben einen Fertigkeitspunkt. Den stecken wir doch direkt schon mal rein. Und zwar in... eure Diener können durch eine einzige Schadensinstanz nicht mehr als 70% ihres maximalen Lebens verlieren. Sehr schön.
Mal schauen, ob es wirklich so ist, wie es sich anhört. Weil das wäre natürlich hammergeil. Dann würden die ja gar nicht mehr sterben. Auf ihn mit Gebrüll. Was bist du denn? Achso. Wollte einsammeln, aber ist ja gar nichts zum Einsammeln. Hat ein bisschen was von einer Tropfsteinhöhle, finde ich. Ich war mal als Kind in einer. Die war ziemlich cool irgendwie, obwohl eigentlich gar nichts da war. Jede Foliant, jede Schriftrolle, jedes Buch in diesem Tempel birgt dieselbe Antwort. Das einzige Wesen, das bereit war, sich gegen den ewigen Konflikt, gegen die großen Übel zu stellen, war Lilith. Der Tag, an dem ich mit diesem selbstgerechten Mistkerl fertig bin, wird ein guter Tag. Na, ich weiß nicht. Also ich habe es die ganze Zeit irgendwie schon im Gefühl, dass wir vielleicht noch im Positiven mit ihr zusammenarbeiten müssen. Ich weiß es nicht. Also irgendwie, das wäre so der typische Plot-Twist, den man dann eigentlich ja nicht erwarten sollte. Ich muss irgendwie da durch. Ich als Autorin natürlich immer erwarte. So, genau. Ach so, das war, weil es kaputt war. Okay. Ich wollte gerade sagen. Ich bleib schön da hinten. Genau. So, aber hier kommen wir nicht durch, oder? Hm. Ich muss irgendwie da durch. Ja, das war jetzt sehr lustig, aber wie? Oder können wir das doch angreifen? Ja. Ah, wir haben eine schwache Säule. Echt, jetzt bin ich hier die Einzige, die das angreifen kann? Jungs, jede Tür greift ihr mit mir an, aber eine Säule macht ihr nicht, oder was? Ernst? Tja. Immer muss ich ja alles selber machen. Na komm, Golem. Du musst vorlaufen. Darfst du auch gerne vorlaufen? Was war das denn? Oh, ist das euer Ernst hier? Ich mach mal ein bisschen. Bitte mit jedem Diener-Typ 150 Gegner. Herausforderung abgeschlossen. Okay. Ja. Ich würde gerne die Herausforderung annehmen, wenn ich nicht schon wieder angegriffen wurde. Du brauchst das nervig. Mir fehlt die nötige Essenz. Ja, ich merk's. Mir fehlt ja immer die nötige Essenz. So, jetzt kann ich immer noch nicht. Na. Seid ihr jetzt endlich mal fertig hier? Kommen wir jetzt mal weiter. Ich kann es jetzt aber auch nicht mehr annehmen, so wie es aussieht. Was ist das denn? Holla, die Waldfee. Geht mal dahin. Ah, schon fertig. Das
war jetzt aber irgendwie... Das sah aus, als ob das ganz böse Schaden macht. So. Ich höre doch den Rest. Geht hin. Wieder so ein Mistvieh. Also hier so ein Ding hier. Schade. Ja, so geht das aber nicht. Du kannst nicht einfach hier so durchbrechen. Und mich hier angreifen. Ich schicke extra Jungs vor, damit du das nicht machst. So, da hinten. Zack. Sehr schön. Moment, jetzt sind wir... Nee, aber das sieht aus wie am Anfang. Sicher, dass wir nicht am Anfang sind? Irgendwie... ich weiß nicht. Nehmt den! Nehmt den! Echt, so stehen... Keine Ahnung. 10 Stück von denen? Aber keiner greift den an. Ich würde sagen, wir gehen nach oben, oder? Ich bin mir nicht sicher. Oh, Reliktschädel. Ja, yes. So ist das richtig. Ich wundere mich nur, warum die jetzt plötzlich einzeln kommen. Das heißt wahrscheinlich... Ah! Wir sind richtig gegangen, wir sind richtig gegangen. Ja. Lilith, die Mutter von Sanctuario. Sie formte uns, stark zu sein, und wurde weggesperrt, um uns zu schwächen. Die Tochter des Hasses. Ich kann nicht sagen, dass es etwas Gutes in ihr gibt. Moral ist das Privileg von Menschen in besseren Lagen. Die Frage nach Gut und Böse ist für uns erledigt. Was wird sie uns antun, wenn ich sie beschwöre? Aber die Frage bleibt bestehen. Was wird sie uns antun, falls ich sie beschwöre? Wenn ich sie beschwöre? Ich muss mich auf alles vorbereiten. Hier bewahrte Ratma den Schlüssel zur Unsterblichkeit auf. Sobald ich ihn beherrsche, werde ich die Mutter nach Hause holen. Kann ich den Schlüssel mal bitte sehen? Ich wäre auch gerne unsterblich. Offenbar darf ich aber nicht. Vertreibt die verbleibenden Echos von Elias. Ich wollte gerade sagen, heißt dann aber wahrscheinlich, dass ich hier nochmal durchlaufen muss. Ach du Schande. Aber die sind wahllos irgendwo drin, nehme ich mal an, ne? Weil der mir das jetzt nicht anzeigt, aber gleichzeitig anzeigt, dass die, so wie ich es verstehe, hier drin sein müssen. Na gut. Ja, müssen wir doch noch durch die anderen Gegenden gehen. Aber es sind zwei verbleibende Echos, wenn ich das richtig verstehe. Moment, hier sind wir noch nicht rumgegangen, genau. Hallo. Hab doch nur einen Ständer kaputt gemacht. Geht's noch? So. Halt.
Feldtunika. Wie viel haben wir da schon drin? Noch nicht so viel. Aber ich muss auf jeden Fall nach dem Verlies mal wieder aussortieren. Aber das ist ja normal. Da muss ich nicht rum. Da müssen wir rum. Elias Magie versperrt noch immer den Weg. Ja. Wir gucken erstmal hier. Ja, du musst schon dahin laufen, Junge. Hallo? Hat mich hier gerade einer getroffen? So geht das nicht. Da kann ich nicht runter. Ist auch, glaube ich, gar nichts, ne? Ja, da kommen wir ja nicht weiter. Kommen wir hier irgendwo? Auch nicht. Ich muss aber doch irgendwie da rein. Oder das ist... Ah, das kann ich mir gut vorstellen, dass das eigentlich das Finale... Ah, hier scheint auch nichts zu sein. Dass es eigentlich dieser finale Teil ist, wo man dann nachher durchgehen muss, wenn der Rest, also diese Echos da besiegt sind. Das denke ich jetzt. Da müssen wir links und dann rechts rum. So, mal schauen, ob wir jetzt hier auch noch sowas finden. Oder ob das jetzt auch wieder nur eine Sackgasse ist. Oh, da ist er. Wenn die Mutter von Sanctuario die Welt erneut betritt, wird sie sich verändern. Aber am Ende werden wir bestehen. Wir werden überleben. Ratma schreibt, Inarius habe Lilith weggesperrt, als sie von ihrem Plan erfuhr, die sogenannte natürliche Ordnung zu stürzen. Tausende Jahre lang hat Lilith versucht, uns über diesen Kreislauf zu erheben. Hat für unser Geburtsrecht gekämpft. Sanctuario. Das Geheimnis für Elias Unsterblichkeit muss tiefer liegen. Ja, das heißt, dass wir... Jetzt, er zeigt nur das obere an. Dass wir jetzt da eventuell durchkommen. Ich bin mir nicht sicher. Wir probieren es einfach mal. Wo kommt die denn jetzt her hier? So geht das aber nicht, dass jetzt hier wieder neue kommen. Das war hier runter. Wo kam der denn her? Folgt mir, Jungs. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber wir versuchen es nochmal. Wenn nicht, müssen wir halt nochmal weiter gucken. Ah, es ist frei. Sehr schön. Oh, Hallöchen, was bist du denn? Da ist nichts, ne? Elias Finger. Er hat seine Lebensessenz in einem Stück seiner selbst bewahrt. Clever. Aber nicht clever genug. Nein, ich werde hier nicht sterben. Lauf! Oder ich werde doch sterben. Ich komme hier nämlich nicht weiter. Quest abgeschlossen. Ja, weil ich tot bin, oder was? Hm.
keine Ahnung, ob das jetzt so gewollt war, aber ich denke mal, man hat sonst wirklich keine Chance, da rauszukommen. Wie bin ich hierher gekommen? Ich habe euch in einem Sarg treibend mit einem abgetrennten Finger in der Hand gefunden. Was ist geschehen? Ich bin mir nicht sicher. Der Tempel begann zu sinken und ich dachte, ich wäre ertrunken. Tempel. Also war der Sarg ein Tor. Was ist mit Elias Unsterblichkeit? Er hat seine Lebensessenz in einem Stück seiner selbst bewahrt. Verbrennt es. Okay. Und wie geht es ihr? Sie braucht noch Ruhe. Aber ihr Fieber klingt ab. Ich glaube, sie wird gesund. Aber der Weg, der uns danach erwartet, wir werden sehen. Naja, kämpfen kann sie ja jetzt nicht wirklich mehr, ne? Gut. Dann lasst uns das ein für alle Mal beenden. Lasst mich beenden, was ich begonnen habe. Niemand wird mehr aufgrund meiner Entscheidungen verletzt. Nein! Nein! Nerell. Nerell? Es war kein Traum. Mein Arm. Er ist tatsächlich fort. Hier steht das durch. Ihr werdet mich verlassen, nicht wahr? Ihr werdet einen Ort finden, an dem man sich um mich kümmert. Wollt ihr zurückgelassen werden? Nein! Ich will nur niemandem zur Last fallen. Dann werden wir euch nicht verlassen. Das kam mir nie in den Sinn. Es bleibt keine Zeit mehr zum Ausruhen. Ihr solltet nach Daunen sehen. Wir treffen uns später in der Zakarum-Bastion. Machen wir. Jetzt ist das, was links drin war, auch schon wieder weg. Ich konnte es gar nicht sehen, was da jetzt gerade stand. Schließt euch euren Verbündeten in der Zakarum-Bastion an. Bei meinem Glück ist das jetzt wieder unendlich weit weg. Oh nein! Es ist direkt hier, wo wir sowieso hin müssen. Dann würde ich sagen, reisen wir kurz hin. Ihr seht müde aus, alter Mann. Selbst für eure Verhältnisse. Ich kann das Ritual übernehmen, wenn... Wenn ihr es allein machen könntet, wäre es bereits getan. Ja, quatsch doch nicht immer einfach drauf los, wenn ich gerade angekommen bin. Denn ich wollte mich erstmal verabschieden. Ich werde mal schauen... hier jetzt wahrscheinlich nicht, da müsste ich nochmal woanders hingehen. Ich werde mal schauen, dass ich die Sachen loswerde, die ich noch im Inventar habe. Und ja, werde damit erstmal die Folge beenden. Und was wir jetzt genau mit Donen besprechen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.